Coco Mama, steig in meinen Benzin. Weiß, was geht? Was geht denn jetzt? Willkommen zu einer weiteren extravaganten Episode. Bennert, Bruder, Bennert, Junge, Bennert habe ich auch schon seit gefühlt, keine Ahnung, 4 Jahren nicht mehr angeguckt, Junge. Und Bennert, Digga, ich weiß nicht, vielleicht hatte der hat wahrscheinlich einen Strike gehabt, ne, weil er 2 Wochen keine Videos hochgeladen hat. Aber ich habe gesehen, Bennert, Digga, macht so 20-Minuten-Videos auf einmal. Was geht denn ab, Junge? Sohn verkauft seine Mutter im Livestream. Im Thumbnail war so 1000 Likes, einmal twerken. Bin ich mal gespannt, Junge, wir gehen rein. Bennett. Weißt du, Bennett ist so, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber man zieht sich Bennett rein, Digga, ein bisschen so abzuschalten, ein bisschen so Trash anzugucken und so. Ja, Bruder, weißt du, jetzt meine Videos auf meinem Hauptkanal sind jetzt so gebildet und erzählen so eine Geschichte und sind so Storytelling und sind so normal, ne? Nicht so 50.000 TikToks auf einmal. Bei mir kann man sich bilden, bei ihm muss man jetzt abschalten. Ist es denn schon wirklich wieder Zeit für ein neues Video? Oh, ich wollte mich gerade wieder in den Winterschlaf legen, aber komm. Naja gut, mache ich das jetzt mal nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal ultra random Dinge am Start, die niemand glauben würde, hätte man sie nicht aufgenommen. Stell dir mal vor, du bist so mit deiner Familie in einem Restaurant, ihr wollt einfach den Abend genießen, was ein Restaurant, Bruder. Ecken, und das ist dann euer Chef kommen. Was macht der da, Digga? Mira, mira. Mamacita. Was ist das? Ey, okay, wieso Digga. Muss er denn direkt so reinscheißen? Ey, hat der so... Ich hab keine Ahnung von Anime, Digga. Ich weiß es nicht. Hat der irgendwie so Anime-Hut an oder so? Ich weiß nicht, Bruder. Bro, die Tiere sind nicht dafür im Himmel gelandet. Was müssen die sich denken? Stell dir mal vor, es gibt wirklich einen Tierhimmel. Und die schauen gerade so darauf runter und denken sich, ich hoffe, ich bin wenigstens für etwas Sinnvolles gestorben. Und dann macht dieser verdammte Chef das mit dir. Mamacita. Das muss sein letzter Tag in diesem Beruf gewesen sein. Der hat ganz kurz seine inneren Gedanken gewinnen lassen. Und so wie das aussieht, hat er diese Skills nicht zum ersten Mal gerade gemacht. Das ist ja, no joke. Zumal, dass er diesen Move bringt. Junge, das ist echt sass. Ich würde gar nichts mehr essen von dem Typen. Obwohl, würde ich da sitzen, ich würde halben Lachblech wahrscheinlich schieben und mir das richtig... Dieser Sound, Digga. Ich muss euch zu diesem Sound was erzählen. Ich sitze in der Uni... Und mit einem Kollegen, Digga. Und ich so, ey, kennst du diesen einen Sound so von Clash of Clans? Der so, von Clash Royale oder so. Der so, hä, was? Ja, dieses, hä, ja. Der so, was laberst du? Und ich nehme so mein Handy, mal drück auf YouTube, mach diesen Sound an und mein Handy wirklich volle Lautstärke, Digga. Und über den ganzen Klassenraum, hä, ja, Digga, das war so unangenehm. Und natürlich, weil ich Rücksicht habe, sorry an alle Veganer, die dieses Video gerade gesehen haben. Oh mein Gott. Ich so 1:1, so, ja, Digga, das war so kacke, Mann. Für wirklich, es sind nicht viele Veganer hier. Weil ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, wenn ich tierlieb wäre und dann plötzlich das als erstes in einem Video sehe. Sorry. Und wir kommen direkt von der einen gestörten Sache zu der nächsten absolut gestörtesten Sache. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass sowas wirklich passiert ist. Ich weiß nicht, wer von euch so am Start ist mit Investieren, Kryptowährung, Bitcoin, etc. Ich Dings, Bruder ist nach oben gegangen, ne? Ist gedüst, Junge. Auf jeden Fall. Ethereum ja, auch hoch und so. Bennett ist ein Kryptomillionär. Naja, wie auch immer. Es ist tatsächlich möglich, dass man seine eigene Kryptowährung Ethereum? Launcht. Also sozusagen. Ah, Bitcoin nur noch minus 4%, Bruder. Ich war bei Bitcoin... Tod minus, Junge. Jetzt? Seinen eigenen Token, okay? Seinen eigenen Coin kann man einfach launchen. Und was... Ja, ich habe damals mal meine Kryptowährungen verkauft. Mal, aber nicht alles. Und ich habe so verschiedene Depots. Also ich habe tatsächlich so den Coin selber. Aber ich habe auch zum Beispiel über Trade Republic da habe ich diese 4% im Minus. Also über Trade Republic nur... auf den Kurs investiert, also nicht wirklich den Coin gekauft. Wie soll ich das erklären? Ich verstehe es schon, aber... Dieser Junge hier gedacht hat, wie er seinen eigenen Coin nach oben pusht, ist geisteskrank. Denn dieser kleine Junge ist so, wie es aussieht, mit seiner Mutter live gegangen. Also er hat einen Livestream gestartet und dort unten links in der Ecke sieht man immer den aktuellen Preis von seinem Coin. Und dort oben ist irgendein anderes Textfeld, aber ich kann... Der hat den Coin? Bruder, der ist doch 12 oder so. Gerade nicht so ganz erkennen, ich muss mal ein bisschen ranzoomen, was steht denn da?
Das hier ist eine Liste von Zielen, die erreicht werden müssen und Dinge, die dafür dann getan werden. Yo, Mom puts on spots, bruh. Mom cracks three eggs on my head. Okay, weißt du, das ist ja noch so lustig und so. Mom slaps me across this, keine Ahnung, eat dog food, yo, Alter. Ja, Milk und so ist auch noch okay, ne, kann man ja so sagen, das passt. 15 Squats, Mom does 5 Jumping Jacks. Ja, Digga. Mom shaves my head. Auf der linken Seite. Mom writes MILF on her chest. Ah, okay, Digga. Also, das ist respektlos. Sieht man immer den Gesamtwert von allen Coins. Also, sozusagen, wie viel alle Coins insgesamt wert sind. Und umso mehr Leute seinen Coin kaufen, umso höher wird dieser Wert natürlich. Umso mehr Geld ist insgesamt vorhanden für ihn. Und jetzt ergibt das auch alles Sinn, warum seine Mutter dort sitzt. Denn bei 100.000. Mom slaps me across the face und dort ganz oben steht Code. Also ich hoffe, dass ich jetzt einfach mal nicht schatte oder wirklich Code. Ich denke mal, dieses Code steht einfach nur dafür, dass er irgendwo gelistet ist und man ihn dort auf diesen Seiten handeln kann. Und wenn das passiert, Mom puts on sports bra. Also wenn das passiert, muss seine Mom in einen Sport-BH wechseln. Und ihr ahnt schon, in welche Richtung das geht, ja? Dieser Typ verkauft wirklich seine Mutter im Livestream einfach für seinen Krypto-Coin, um reich zu werden. Das ist der krankeste Business-Move, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber hat er viele Zuschauer? 150.000. Mom schüttet Milch über meinen Kopf. Bei 300.000. Mom macht 15 Squats. Okay, das ist echt geisteskrank-gottlos. Das ist geisteskrank-gottlos. Das wird doch niemals funktionieren, oder? Oh doch, Leute. Natürlich. Die Welt ist krank. Natürlich wird das passieren. Denn nachdem die Leute auf Twitter und Kick auf ihn aufmerksam geworden sind, es haben ist so sie krass, ne? Das ist so krass. Oder vor allem auch Reddit, ne? Wenn irgendwas auf Twitter oder Reddit dann abgeht, ist vorbei. Kein Halt, Bruder. Bitcoin. Mom-Coin, keine Ahnung, schießt. Ich alle diesen Coin gekauft. Yo. Und der Bruder hatte zwischendurch einfach 1300 Zuschauer. Yo. What the fuck, bro? What the fuck? Ey. Ey, was? Junge, was ist das? Digga. Habt ihr verstanden? Hier, was der schreibt, Digga. Yo. Das ist auf Kick, ne? Das ist gar nicht auf Twitch. Ey, darüber muss ich auch ein Video drehen. Safe. Yo, what the f***? Der Typ, der diese Aufnahme gemacht hat, denkt sich auch nur so, what the f***? Hat die gerade wirklich gesagt, dass der Junge schon an ihren Brudern... Ich will das gar nicht aussprechen im YouTube-Video. Aber hat sie gerade wirklich gesagt, dass sie so schon an ihren Dingern gesaugt hat? Ey, nein. Ich überhöre das jetzt einfach mal. Bro, das ist Real Talk. Das ist Real Talk, ein gutes neues Thema für ein neues Hauptkanalvideo. Was ist das, Digga? Wow. Ich muss hier jetzt einfach einen kleinen pixeligen Filter drüber legen. Aber ihr könnt euch sicherlich denken, was sie da gerade gemacht hat im Livestream. Ja, sie pusht ihre Dinger in die Kamera. Come on, guys, come on. Kauft endlich den Coin von meinem Sohn, come on. Ey, das ist crazy shit, Bro. Das ist crazy. Okay, ihr habt gehört. Er hat mittlerweile schon die 300.000 erreicht. Das heißt, die Mom muss jetzt eigentlich... 15 Squats machen, ne? Aber was ist das? Ist es der... Ich verstehe nicht. 300... Was ist das? Dex. Irgendwie ein Dex. What? 300.000, was? Was? 300.000... Kostet sich checken, Bro. Und wo ist bitte das passiert mit den 250.000? Mom pours milk on my head. Bro, wo ist das? Ich dachte, das wurde mir versprochen. Ihr müsst doch jetzt diese Versprechen einhalten, weil ich will unbedingt doch noch den 500.000-Schritt sehen. Pour milk on my mom's chest. Oh mein Gott, Digga. Und bei 750.000 ein... Ach du Kacke. Work battle mit meiner Mutter. Oh mein Gott. Der Junge hat doch gar keine Angst vor allen. Nicht mal vor Gott. Bro, das ist absolut gottlos. Würde mich nicht wundern, wenn die Mutter das noch gesagt hat. Ja, komm, lass machen. I'll pour milk on her tits. She just had 300.000. Alter, auch wie der schon so redet, Digga. Auch wie der so redet, ne? In was für einer Psychose und Simulation befinden wir uns gerade? Das ist nicht seine Mutter, das kann nicht sein. Der Sohn hat gerade einfach gesagt, dass er Milk auf die Tits von seiner Mama schütten will. Und daneben sitzt seine Mama. Wow, Bro. Genau so stelle ich mir jeden zweiten Haushalt im Saarland vor. Shit. Und da unten seht ihr schön, wie der Coin abgeht. Ich habe auch noch einen anderen Screenshot von zwischendurch gefunden.
Ah, 300, okay, verstehe. So, diese. Nee, Blade, hä? Wieso? Das ist ja. Ach so. Das ist da 300? Joe, da war. Ah, okay. Und das ist der Preis von dem Coin. Er ging einfach Der heißt wirklich Live Mom Coin. steil ab, nur nach oben. Und der heißt einfach Live Mom. Oh mein Gott, Bro, du Bro. hättest den Scheiß so longen sollen. Oh No mein joke. Gott. Das ist wirklich zu heftig. Andere Leute dachten, im Jahr 2024 wird es fliegende Autos geben oder keine Ahnung was. Und jetzt gibt es einfach das. Die sitzen da und sagen so, come on, guys, push it up, push it up. Der Coin muss nach oben gehen. I'm bored. Come on, let's go. Der hat Come umgezogen, Digga. on. Let's go. What are we doing, guys? Come on, let's go. Let's go. Run this shit up. Come on, let's go. Run it up, guys. If you want to see him eat cookies. Like, from here. Bro. Vor allem, ne, diese Kameraqualität ist so wackelig, Bruder. Alles wackelt, alles ist so schäbig, Junge. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey, das hat Hauptkanal-Videopotenzial. Ey, das muss Bro, illegal shit. sein. Ich hoffe ja wirklich, dass das einfach fake ist, okay? Und das nicht seine echte. Ich finde sowieso krass, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr da so krass in der Thematik drin seid. Ich finde sowieso heftig, wie so eine ganze Community die Preise manipulieren kann, wie zum Beispiel GameStop und AMC, ne? AMC Entertainment. Und ich habe auch gegambelt, Bruder. Ich habe so gegambelt. Ich bin da long reingegangen, auf einmal, es geht so runter und ich so, ey, ist aber dann wieder hochgegangen und so. Ich sag euch ehrlich, lasst die Finger davon. Also das ist wirklich, das hat nichts mit Aktienanalysen zu tun und zu gucken, oh, ich gehe da rein, dann bla bla bla, wie auch immer. Ne, das ist einfach nur pure Zockerei. Also das ist wirklich, weil die Aktien niemals so viel wert ist. Ne? Also es ist ja nur eine Community, die dahinter steckt und den ganzen Scheiß da hochpusht. Aber ich glaube, das geht noch ab. Also safe. Ich keine Anlageberatung, aber ich glaube, ich gehe so vielleicht noch mal rein, so ein bisschen. Mutter ist. Welche echte Mutter würde das sagen, dass ihr Sohn gleich die Cookies essen soll von Ist hier? das doch keine Mutter, Bruder? I got. I don't know what the f happened to my phone. I got an ad. Oh, we're good. We're good. We're back on. The shitty ass camera has an ad. We're good. We're good. We're back on. We're good. We're good. We're good. We're in the shit up. Come on. We're back at 30K. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on. Let's go. Run this shit up. Da hinten steht noch irgend so ein Gartenzwerg, Come on. Digga. Run it up. Go up. Go up. Go up. Come on. 100K, I'll do something. 100K, I'll do something. Up. Weiß die Mutter eigentlich, was sie da gerade macht? Ich hoffe, die bekommt wenigstens 50% oder so von dem, was am Ende dabei rumkommt, weil die sind halt jetzt für immer ein Ich Meme im hoffe, Internet. ihr Chef kündigt sie nicht. Dazu sind sie auch noch in einem Bannert-Video. Schlimmer kann die Karriere nicht verlaufen von irgendjemandem. Fuck, we do the milk. We do the milk at 100K. Let's do it. 100K, we'll do the milk. Come on. 100K. Let's go. Digga, dieser Hund, der doch im Hintergrund bellt, Junge, die ganze Zeit. 100K the milk. Let's go. Was ist denn 100k? Eat dog Let's food do oder it. was? Let's Your go. mom Let's get slaps to me across the 100, face. guys. Come on, let's go, let's go. Let's go, let's Bring go, it let's go, back. let's go. 30K, we're getting there. We're getting there. We're getting there, we're getting there, let's go. Irgendwie feiere ich das auch ein bisschen, ne? Vor allem diesen kleinen Jungen. Ich wette, das war seine Idee. Der war irgendwo im Internet unterwegs und da kam ihm Man irgendwie hat irgendwie sowas diese gesehen, Idee. ne? Hey, wie wär's, wenn ich einfach meine Mutter vor die Kamera setze, einen Krypto-Coin launche und dann einfach meine Mutter quasi prostituiere und sie strippen lasse, wenn der Coin hochgeht? Shit, Ich muss Bro. echt zugeben, das ist die smarteste Idee, die es gibt. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Also jetzt nicht, dass ich meine Mutter dafür genommen hätte oder so, weil ich habe noch Anstand und Respekt, aber ich hätte mir einfach irgendeine random Frau genommen. Deine Schwester, ne? Keine Ahnung. Ja, schreibst du so rein, machst du Tinder, legst du so Tinder runter, neue Geschäftsidee, und schreibst dann so in die Beschreibung hin, ich brauche nur ein einziges Date mit dir, aber du brauchst so, keine Ahnung, das Date muss so 5 Stunden lang gehen, also du brauchst Zeit, ne, und Geduld und große Brüste. Und dann trefft ihr euch so und du so, ja, also hier, ich habe Setup aufgebaut, setz dich mal hier hin und du kriegst 10% davon. Ey, Oh, komm hier vor die Alter, Kamera. das ist wirklich so, ich dachte wirklich so, OnlyFans ist so die moderne Prostitution, aber das ist ja noch heftiger. Also das ist ja wirklich gut, die zieht sich jetzt nicht aus, so, aber versteht ihr, was ich meine? Wir machen das jetzt Für für einen ein, zwei Coin, dass Stunden. der in die Höhe schießt, Du nee. bekommst 20% und fertig. Ich sag dir so, wie es ist, wenn er smart gemacht hat, der hat bestimmt ein paar hunderttausend oder so gemacht. Oh, come on. Bring Oh, it shit. back. We're good, looks good.
Let's go, let's go. Ey, was hat die Mutter da? Ich muss das leider hier auch schon wieder zensieren und einen Balken davor machen, weil, ja, die ist gepierst. Sie ist gepierst, okay? Das kann ich nicht hier im Video zeigen. Vor allem kann ich das auch nicht diesen kleinen 14-jährigen Buben antun, die meine Videos schauen. Ich will, dass aus euch noch etwas Gutes und Anständiges wird. Hm. Weil am Ende, wenn ihr 18 seid, ist schon zu spät. Seid ihr genau diese Leute, die jetzt in diesem Moment diesen Coin von Digga, aber Real Talk, mich interessiert, wie viel Geld der gemacht hat, weil der könnte doch theoretisch einfach, ich weiß nicht, wo das gelistet ist. Ich kenne mich gar nicht bei Kryptowährungen so aus. Vielleicht kennt ihr euch aus, aber ich habe keinen Plan, also wenn das ja irgendwo gelistet, also zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich kann über BitGit oder Binance Kryptowährungen handeln, da kann ich ja mit Futures reingehen, also ich kann ja mit Hebel handeln, so, ich kann ja mit Hebel auf den Kurs setzen, ob der steigt oder fällt, dann setze ich halt Karo 10.000 mit einem 20er Hebel, Digga, dass das Ding nach oben schießt und das Ding schießt nach oben und ich bin reich. Hä? Also, weißt du, wie ich meine, ist Money Glitch Easy das gerade? Jungen kaufen würden und dann all euer Geld verliert. Let's go, let's go, let's go. I'm ready, let's go. Do it. Ja, okay, let's Digga. Go, let's go, we're going back up. We're slowly going back up. I got my hair pulled back. I'm ready. Let's do this. Wow, ich muss schon wieder das, verpixeln. Das ist, was macht das, die denn das, da? Das ist hart. Let's go, let's go, let's go. Ey, ich muss das finden, Digga. Let's go, let's go, let's go. Come on, guys, let's go, let's go. Run this shit up. Run it up. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Der wiederholt sich auch immer wieder. Und ja, wisst ihr, was das Krasse ist? Wie schon gesagt, der Coin ist unnormal hochgegangen. Und es hat auch echt funktioniert. Und ja, dann hat der kleine Junge am Ende einfach alle seine Coins verkauft, die er hat. Und somit die Liquidität von diesem gesamten Coin entzogen und in seine Tasche gesteckt. Und das war das Ergebnis. Dieser linke rote Balken ist... Junge, der hat ich, der, Alter. Der Chartverlauf, also wie der Preis des Coins war. Und ja, ihr seht, der ist innerhalb von Er war wirklich bei 500, ne? Er war bei 500. Fast. Minute direkt auf quasi null gedroppt. Und es war alles nur ein Scam am Ende. Niemand hat Geld gemacht, außer dieser kleine Junge und diese Mutter. Im Jahr 2024 braucht man echt kein Talent mehr, um Geld zu machen. Also ich meine, guckt mich an. Ich mache auch einfach nur YouTube-Videos, in denen ich mich über andere Leute... Aber krass, das steigt dir dann um... Wie gesagt, ich habe keinen Plan, Digga, bei sowas habe ich gar keine Ahnung, aber von 0 auf 0,05, wie auch immer, Digga, das steigt ja um was weiß ich wie viel Prozent. Jo, die haben ein ganzes Haus da reingesetzt, Digga. Was ich mache, das ist mit eines der randomsten Dinge, die es gibt. Vor 300 Jahren hat noch irgendein Krieger auf einem Schlachtfeld gekämpft und ich sitze jetzt hier. Aber das wäre auch klar gewesen, ganz ehrlich, ich hätte da kein Geld rein investiert, so. Und wo wir gerade schon so bei Talentlosen sind, ich habe den nächsten im Kreis gefunden. Das ist nur Zockerei, sag ich ja. Kunst. Ja, willkommen im Club, Bro. Mhm. Du kannst auch nichts und versuchst es irgendwie nur cool aussehen zu lassen. Was ist das? Was schlägt die da? Butter oder... Ist das Butter oder ist das Farbe? Was ist das? Das sieht einfach aus wie Butter. Aber wieso ist das so viel? Das ist halt auf Ernst einfach ein Stück Butter und der Typ schlägt das mit einer Kette weg. Und da stehen Leute... Warum Typ? Das ist doch eine Frau, oder? Typ schlägt das mit einer Kette weg. Und da stehen Leute drumherum und denken sich, oh wow, das ist unglaublich. Wie macht er das nur? Dieses Kunstwerk ist echt one of a kind. Wow, das ist ein Einzelstück, ein Meisterwerk. Ich muss gleich meine gesamte Rente dafür plündern und mir das kaufen. Das ist so unglaublich krank. Vor allem der Typ da hinten, der so auf Knien ist. Der widmet sich diesem Kunstwerk wirklich zu 100%. Die völlige Hingabe. Der kriegt doch den Scheiß ab und so. Okay, kommen wir direkt zu dem nächsten Bre, der mit uns in diesem Club der Talentlosen chillt. In New York wurde so ein Poster aufgehangen von irgendeinem Typen, der in einem Park einfach eine komplette Dose von Cheeseballs essen wollte. Ja, er hat wirklich Werbung dafür gemacht in der gesamten Stadt und Flyer aufgehangen. Und das ist das Bild. Watch me eat this jar of Cheeseballs. Okay. Mit der Dose an Cheeseballs. Ey, bitte, als ob irgendjemand sich so denkt, oh, was? Am 27. April um 3 Uhr nachmittags, da muss ich im Park sein. Da ist dieser eine Typ, der diese komplette Dose voller Cheeseballs isst. Als ob da irgendjemand kommen wird. Würdest du sowas in Deutschland machen, Digga? Du würdest direkt in den Knast kommen, weil... Unangemeldete Versammlung, bla bla bla, Anzeige, haben sie Genehmigung, haben sie so einen Scheiß, Bruder, das wird, nichts würde funktionieren hier. Okay, gut, da sind angeblich wirklich Tausende von Leuten gekommen. Und da hat auch jemand eine Flagge gemacht. Guck dir lieber den an, Digga, mit so einer alten Kamera. Da hat jemand wirklich eine Fanflagge von diesen Cheeseballs gemacht. Was?
Hä, warum wirft er die rum? Alter, aber krass, wie viele Leute da gekommen sind, ne? Heftig. Alle feuern ihn an, auch die ganzen Mädchen da, die lieben ihn. Er ist der Cheeseballs, Mann. Eat those balls, eat those balls. Die freien Leute, ja, guck mal, sie tun was für die Allgemeinheit. Sie werfen diese Cheeseballs wie damals, wenn jemand eine große Rede gehalten hat. Die neue Revolution. Du kriegst so einen Cheeseball an den Kopf einfach. So, du stehst da so, willst du das angucken, einfach so, bap. Headshot. Und ist gestartet. Die Cheeseballs-Revolution ist endlich angekommen. Wir tun was für die Welt. You can do it. You can do it, Bruder, als wäre das so ultra schwer und ultra heftig, wenn man diese komplette Dose isst. Ich sag euch ehrlich, würde ich da stehen und so ein paar Leute würden mir zugucken, ich würde auch so schon das Ding komplett wegmampfen. Digga, da ist sogar... Habt ihr gesehen? Ich glaube, da ist sogar die ganze Presse gekommen. Guck ihn an, Alter, die sind doch selbst vom Fernsehen oder so. Wow, wow. Leute sind da gekommen, um sich das reinzuziehen. Sowas funktioniert auch nur in Amerika. Ja, ne? Würde ich das in Deutschland machen, so in Berlin oder keine Ahnung was, ich würde da so ein paar essen und dann würde ich irgendwie zusammengeschlagen werden. Also das ist bis jetzt das Abschluss. Der wird wahrscheinlich auch niemand kommen. Bis ne? In diesem Video. Das kann ich echt nicht glauben, dass das passiert ist. Das kann ich mir auch nicht glauben, dass sich so viele Leute da versammelt haben. Obwohl... Gut, wir wissen ja, wie die Welt ist, ne? Ich glaube, würde auf der anderen Straßenseite so irgendeine eine Spendenaktion sein oder so, Blut spenden oder Geld spenden, keine Ahnung was. Da würde niemand hingehen. Oh Mann, ja. Ich hoffe, ob hier jemand retten kann oder was Gutes tun kann. Da drüben auf der anderen Straßenseite ist gerade dieser Typ, der diese ganze Dose von Cheeseballs isst. Ich muss da jetzt rübergehen. Genau so war es auch. Denkt ihr, irgendjemand da in der Menge hat gerade die Geburt von seinem ersten Kind verpasst? Wegen dem, der halt da gerade vorne diese Cheeseballs isst? Also ich würde sagen, das wäre ein plausibler Grund. Das kann man dann schon mal verstehen. Und wo wir gerade schon so bei neuen und coolen Dingen in Amerika sind, dort liefert jetzt Amazon die ersten Pakete mit Drohnen. Das heißt, es muss nicht mehr dieser Postbote zu dir nach Hause kommen und dir das Paket liefern und dann auch noch so richtig abgefuckt lange klingeln und warten, bis ich aufstehe, nachdem ich gerade noch so eine halbe Stunde im Bett lag und eingeschlafen bin. Nein, jetzt kommen die Drohnen und droppen einfach das Package vor deine Tür. Aber funktioniert das? Nee, oder? Chillig, danke. Danke, dass ihr meinen neuen Laptop geliefert habt, der da drin ist. Korrekt. Ja, ich glaube, sowas werden die nicht liefern. Ich glaube, die werden einfach nur welche so, weißt du, so Kissen oder vielleicht irgendwie sowas liefern. Aber als ob. Wow, okay, krass, das wusste ich gar nicht. Das fliegt dann noch weg. Und nachdem das passiert ist, wird in der Amazon-App noch so angezeigt, das Paket wurde erfolgreich und sicher zugestellt. Und währenddessen hast du 5 Minuten vorher genau das auf deiner Überwachungskamera gesehen. Ja, ich glaube, das wird sich safe durchsetzen, ne? Also, ich kann mir nichts Entspannteres vorstellen, als einfach meine neue Vase oder mein neues riesengroßes Glas geliefert zu bekommen. Fliegt das automatisch oder fliegt das so... Wird das mit dieser Drohne. Korrekt, Bro, korrekt. Und damit, Freunde, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich küsse von jedem den... Nee, Ding, also wirklich dieser Livestream... Boah, der hat mich ehrlich auseinandergenommen. Das ist ein gutes Thema, Digga. Das mit den Cheeseballs, weiß ich nicht, Digga, ob man darüber so ein Video drehen kann. Aber, also jetzt, aber Dinger, das mit der Mutter ist wirklich, das ist hart.